Hey Flo. Das bin ich. Wo sind wir gerade? Da bist du. Wir sind gerade in Israel, in Tel Aviv auf dem Flughafen und wir haben rausgefunden, weil so kleine Schildchen bei den Check-In-Countern standen, von wegen fragen Sie unsere Mitarbeiter nach Upgrades, dass von Israel offensichtlich nicht so viele Leute nach Peking fliegen, weshalb Upgrades hier saubillig sind, weshalb wir jetzt schön in der Business Class Lounge rumhängen und auch Business Class fliegen. Also ich würde jetzt nicht sagen für ein Apfel und ein Ei, aber für lächerlich wenig Geld, wenn man das mit irgendwie deutschen oder englischsprachigen Länderpreisen vergleicht. Von daher, Jackpot! Entschuldigen Sie, könnten Sie mir einen Kaffee machen? Ich könnte Ihnen einen Kaffee machen. Was hätten Sie denn gern für einen Kaffee? Du trinkst doch immer nur Cappuccino. Ein Latte Macchiato. Nee, ich nehme Kaffee Latte. Cappuccino. Was denn nun? Cappuccino. Herr Lars, darf ich Ihnen diesen Kaffee an Ihren Platz bringen? Ja, sehr gerne. Igor. Komm, ich hab Bock auf diesen dass ihr hier seid. Wir hätten euch fast nicht bemerkt. Aktuell sind wir da. Okay, ist egal. Nee, wir gucken gerade, was wir hier schönes schnabulieren, wenn wir unterwegs sind. Können wir euch ja auch noch mal zeigen, wie das Essen hier so aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch nie mit einer chinesischen Airline geflogen, geschweige denn in einer Business Class. Von daher, ich bin gespannt. Da wir einen mega anstrengenden Tag haben in Südkorea, weil wir direkt anfangen zu drehen, wenn wir da sind mit der ganzen Crew, pennen wir halt auch die meiste Zeit des Fluges. Das Geile ist aber, wir können uns hier halt hinlegen. Das ist halt mega. Mehr dazu übrigens unter anderem in meiner Instagram-Story. Also, alles, was ich bisher gelernt habe, mit einem kleinen Kind, was gerade in der digitalen Anzeige da war, wenn irgendwas passiert, musst du machen. Wie mit dem N64. Ja, genau. So, damit sind wir in Südkorea angekommen, sitzen im, ich würde mal spontan sagen, bequemsten Auto, in dem ich je gesessen habe, was so komplett aus Leder ist, wie so ein sehr seltsamer Pornokeller. Und jetzt fahren wir zum Hotel und dann müssen wir erstmal einkaufen gehen, weil Lars und mein Koffer sind nicht in Südkorea angekommen. Das ist so ein bisschen scheiße. Mal schauen, ob wir die morgen kriegen. Wenn nicht, wird es richtig spannend für die nächsten 14 Tage. Gucken wir mal. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter, noch ungefähr ein Stündchen. Und dann sind wir in Seoul im Hotel. Richtig. Ach, ey, da ist das schlimm. Wo soll ich denn damit jetzt hin? Scheiße, ich muss meinen Rucksack holen. Nee, ich muss meinen Rucksack holen. Das krieg doch nicht in mein scheiß Portemonnaie. Wie ist das? Kacke. Na, jetzt sind jetzt umgerechnet 200 Euro. Weil wir müssen ja jetzt einkaufen gehen, weil unsere Koffer weg sind. Und umgerechnet 200 Euro sind so ein Batzen Kohle. Scheiße. Sag mal Money, Bruder. Won. Yeah, ich schwimme in Won. Scheiße, hör mal auf und so weiter, hör mal auf und so weiter. Hast du gewonnen? Echt jetzt? Endlich sind wir raus aus dem Hotel und wir laufen jetzt zur, was war's? Bus Express Station. Falsches Land. Was? Falsches Land. Falsches Land, ist egal. Weil, wie gesagt, der Lars, der Mann hinter der Kamera, oh lol. Alter, da kam grad. ist auch schön, dass hier gleich mal in Korea ein Kia angerollt kommt. Weil wir müssen Klamotten kaufen gehen jetzt, habe ich jetzt schon ungefähr 10-mal gesagt. Und wir sind mit Julian unterwegs, unser First AC. Und gucken jetzt mal unterwegs, was wir so finden. Gehen dann noch was Schniekes essen.
Da zeigen wir euch den. Oh Gott, Alter, es gibt hier überall nur diese kleinen, übelst süßen Hunde. Das ist völlig geil. Oh. Okay, ich wurde zugegeben gerade etwas abgelenkt. Julian rennt uns auch schon weg, das heißt, wir müssen mal aufschließen und mal gucken. Der schiebt den dann nach hinten, oder was? Ja, okay, das brauche ich. Ich brauche so ein Ei für Brühe. Ah, shit. Du musst noch einen versuchen, ne? Ja, dann geht's nicht hoch. What the fuck? Was für eine Scheiße. Hier. Er geht nur zur Seite. Behindert, Alter. Hallo, bestell dich. Hab's verstanden jetzt? Warte mal kurz, ich muss mal, Lars, ich muss tarieren. Sekunde. Okay, das funktioniert. Ich ist einfach nur... Ah, das war scheiße. Komm schon, 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 komm schon. Oh Gott! Das ist stehen geblieben. Oh Gott! Ich krieg das Ei. Hast du noch einen Versuch? Komm schon, komm schon, komm schon. Dein Ernst? Oh Gott! Komm schon. Yeah. Ich habe ein Ei. Ein monströs depressives Ei. Geil. 10 von 10. Won't play again. Bye bye. Ohne Spaß. What is going on? What is going on here? Nee, aber ohne Spaß. Ich, oh, ist so toll hier. Wirklich. Breakfast. Also, Korea ist ja mal unendlich toll. Wir sind den ersten Abend hier. Lars ist total begeistert. Ich auch. Ist mega schön. Die ganze Stadt ist so unaufgeregt, obwohl so viel los ist. Mega geil. Wie ätzend ist das, dass wir morgen so früh aufstehen müssen. Oh Gott. Ich wünschte, ich müsste nicht arbeiten hier. Das wäre unglaublich toll. Aber sowieso das Beste, was man machen kann, machen wir halt gerade. Weil wir sind halt gerade in einem Restaurant und wir können halt die Karte nicht lesen und das ist halt super. Das heißt, wir bestellen einfach willkürlich irgendwas. Genau. Und zwar das? Ja. Und das? Genau. Draußen steht Daily Fresh dran. Das wird auf jeden Fall voll geil, oder? Wir haben Hummer. Ja. Super lecker. Ja, was, das ist alles super lecker. Es ist so geil, Alter. Ohne Spaß, ey. Es ist so geil.